So, eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde Endspurt. Vor einer Stunde noch, Alter. Eine Also, Stunde und dann haben wir die 36 Stunden durch. zwei Nächte auf dem Baum schlafen, Alter. Die erste Nacht ging voll klar, aber Ja. jetzt gerade die zweite, die war wohl richtig beschissen gewesen. Die war so richtig kalt und nass und da kam so viel Regen durch und so. Das ist ja alles nass, weil das ganze Dach hier vorne ist durchnässt und irgendwann ist dieser Dach dann kaputt gegangen auch noch. Ich lag dann nicht mehr unter dem Dach. Nee, dieser Dach, der lag dann direkt auf mir drauf. Und das hat dann reingeregnet und das hat mich dann noch mehr nass gemacht, weil dann direkt auf mir drauf lag. Da drüben sind die ersten paar Sonnenstrahlen. Da sollen unbedingt noch mehr Sonnenstrahlen kommen. Es war die ganze Nacht so richtig kalt gewesen und nass, so regnerisch. Ich glaube, du hast so richtig gefroren. Ja, das ist der Schlafsack, den ich noch aus der Fernpost von damals aus dem Wohnwagen habe. Du hast Ja. den auch, dein Bruder hat den auch Ja. zufällig, ne? Wir haben alle den gleichen. Und der ist halt super dünn. Ja. Der ist richtig dünn. Definitiv. Und Der bei den ist richtig Füßen, dünn. wenn man ihn zumacht, ist einfach eine Öffnung. Ich frage mich, warum da eine Öffnung ist. So, dann gucken die Füße raus und es ist trotzdem voll kalt. Ich war auch kurz davor gewesen, diesen Schlafsack auch mitzunehmen. Es muss noch krasser werden. Aber irgendwie, wenn es jetzt nur noch eine Stunde ist, vermisse ich es schon ein bisschen. Dieses Leiden. Ja. Sich selbst zu geißeln hier oben. Zu foltern. Das ist ja schon ein bisschen Folter. Aber auch wiederum sehr schön. Möchtest du für den Endspurt auch einen Snickers? Ja, sicher, Die Alter. letzten Minuten. Dankeschön, Mann.